Pirmin Schwander, herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung stehen. Sie sind natürlich eine bekannte Person in der Schweizer Politik, in der Schweizer Wirtschaft. Stellen Sie sich doch trotzdem bitte kurz selber vor. Also ich bin Bauernsohn. Ich fühle mich der Schule verpflichtet. Ich habe als klein gelernt zu arbeiten. Da sprach man nicht von Kinderarbeit. Es war selbstverständlich, dass man schon sehr früh mithalf auf dem Bauernhof. Dieser Blick ist mir natürlich geblieben, oder? Wie denkt man eben an der Scholle? Und deshalb ist es für mich sehr wichtig, in der Politik für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Das heißt, ich gehe vor Ort, schaue, was passiert, wie die Leute denken. Und darum mache ich Politik aus Herzblut, oder? Wenn ich den Kopf einschalten müsste oder würde in dieser Frage, oder? Würde ich sagen, ja, hat das noch einen Sinn oder nicht? Aber wenn ich dann wieder vor Ort bin, die Leute sprechen höre, ihre Anliegen dann höre, dann muss ich sagen, nein, jetzt, ich bleibe in der Politik, ich muss in der Politik bleiben und das mache ich mit Herzblut und aus Überzeugung, auch wenn andere das vielleicht teilweise als zu deftig anschauen, oder? Diese Kritik höre ich schon auch, aber ich kann einfach nicht anders. Mhm. Bin so. Mhm. Ich spüre da viel Pflichtgefühl heraus. Sind jetzt seit 18 Jahren im Nationalrat. Macht es Ihnen auch noch Freude? Ja, also Pflicht nicht so. Als Überzeugung, ich weiß nicht, ob das Pflicht ist oder nicht. Also einfach, ich spüre, oder, es muss etwas gehen. Ich habe Lösungen im Kopf, ich habe Ideen. Und dann schaue ich in der Politik, das geht so lange, oder? In meiner Firma muss das schnell gehen, sonst gehen die Kunden weg, oder? Und das dauert lange. Und ich spüre nach wie vor die Energie und das Herzblut wie am Anfang, wie vor 18 Jahren oder wie vor, war es 1998, als ich quer einstieg in die SVP Kanton Schweiz, oder? Das war der Einstieg. Also ich spüre noch immer dasselbe und immer noch, ich muss meine Meinungen sagen, oder? Und die Leute versuchen zu überzeugen. Mhm. Und Ihre Meinungen haben Sie auch auf Ihrer Homepage klar definiert, Ihre politischen Kernanliegen, ich habe die hier notiert. Sie wollen Freiheit statt Überwachung, Eigenständigkeit statt Unterwerfung, Neutralität statt Machtpolitik. Die Entwicklungen in der Schweiz und weltweit gehen in die genau umgekehrte Richtung. Wie können wir diesen Trend wieder umkehren? Die Leute eben überzeugen, oder, dass sie für sich selbst verantwortlich sind, dass sie sich selbst am besten kennen, dass ich nicht einen Staat brauche, der mir sagt, wie meine Gesundheit aussehen muss oder ob ich Sport treiben muss oder was ich mal essen darf. Oder? Das kann es nicht sein. Also von der Liege bis zur Bahre eigentlich bevormundet. Oder? Das kann kein sinnvolles Leben sein. Das ist doch keine Lebensqualität, wenn mir immer vorgeschrieben wird, was ich zu tun habe und was ich zu unterlassen habe. Ich denke, wir müssen das auch leben, vorleben, oder? Ich habe immer gelernt in der Führung, oder? Man muss die Leute motivieren, indem ich ihnen das vorlebe, oder? Wenn ich natürlich als Führungsperson, also als Politiker das auch nicht vorlebe und einfach alles akzeptiere, was mir da in Bern der Bundesrat vorlegt, dann muss ich sagen, ja gut, dann lebe ich auch etwas Falsches vor. Unsere Aufgabe in der Politik ist, kritisch zu sein, Kritik anzubringen und nicht das durchzuwinken, was der Bundesrat sagt. Damit sage ich nicht gegen den Bundesrat etwas, ich bin einfach anderer Meinung. Und das müssen wir vermehrter in der Politik auch vorleben, den Jungen vorleben, dass sie eben aktiv werden und erkennen, oder, dass wenn ich mein Leben selbst in die Hand nehme, dass es mir dann besser geht, als wenn ich dann einfach da liege und einfach nichts tun. Oder? Das kann ja gesundheitlich auch schädlich sein. Die Freiheit ist die Basis für die Gesundheit. Und wenn man das auf dem Planeten anschaut, dann sieht man das ja auch, dass je freier die Länder ist, desto besser ist auch die Gesundheit oder eben die Sicherheit. Und der Wohlstand. Und der Wohlstand. Oder das ist diese Diskussion, es sind fast philosophische Diskussionen, ja. Beginnen weg. Oder? Ich sage es noch anders, oder? Homo sapiens gibt es seit 300.000 Jahren, oder? Homo sapiens. Wie lange war oder ist der Homo oder sind wir frei? Wie lange von diesen 300.000 Jahren? Die allermeisten. Möglichst klein, also von der Gesellschaft her, oder? Wir werden geführt von Königen, Diktatoren, oder? Und in den, sagen wir, letzten 50 Jahren vielleicht in Europa mehr oder weniger frei als Bürger, oder? Und über Jahrhunderte wurde eigentlich für diese individuelle Freiheit auch gekämpft, oder? Und jetzt geben wir einfach so
kritiklos. Einfach unsere Grundrechte interessiert uns offenbar nicht wegen der Gesundheit, oder? Aber wenn ich, also bei mir ist es so, also wenn ich meine Grundrechte aufgebe und ich nicht mehr sprechen kann, dann werde ich krank. Bei mir ist es so, oder? Ich bin krank, ich bin müde, wenn ich nicht mehr sprechen kann, oder? Darum bin ich vielleicht Politiker geworden, damit ich eben auch meine Standpunkte eben sagen kann, oder? Und ich denke, wir müssen aufpassen, oder, dass wir eben Freiheit auch nicht zur Diskussion stellen. Es ist für mich ein Begriff, ein Inbegriff, oder, der nicht zur Diskussion stehen darf. Aus Sicht der Menschheit, aus philosophischer Sicht, aus Sicht der Menschheit, weil das musste über Jahrhunderte, über Jahrtausende erkämpft werden. Und das ist ein dermaßen Rechtsgut, oder, und individuelles Gut, oder, das darf gar nicht diskutiert werden. Auch nicht, wenn es auf dieser Welt einmal eine Pandemie geben sollte. Das ist ja ohnehin keine Pandemie, das, was wir heute haben. Ja, und damit sind wir natürlich mitten im Thema Covid-19-Gesetz. Wir können am 13.06. über einen kleinen Teil der Massnahmen abstimmen. Unter anderem sind im selben Gesetz aber die Entschädigungen für betroffene Betriebe und Menschen geregelt. Möchten Sie diesen Menschen die Entschädigungen verweigern? Nein, gar nicht. Ich habe sogar eine andere gesetzliche Grundlage. Also wenn der Staat mir mein Geschäft schließt, dann haftet der Staat für meinen Schaden. Für das könnte ich eine Staatshaftungsklage einreichen. Für mich sonnenklar. Das ist die Grundlage. Auch der Nachbar kann doch, oder die Konkurrenz kann doch nicht mir einen Schaden zufügen und ich muss das erdulden. Dann klage ich, oder? Und so ist es. Ist mein Verständnis, grundsätzlich mein Verständnis da, oder? Wenn der Staat meinen Laden schließt und ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, muss der entsprechend meinen Schaden, ich spreche vom Schaden, nicht Beihilfen oder Unterstützung, sondern Schaden. Der volle Schaden decken, oder? Das ist war meine erste Reaktion. So gut, der Bundesrat hat es entschieden, ich weiß auch nicht, was ich im März 2020 tatsächlich gemacht hätte, wenn ich in der Führungsverantwortung war. Ich gebe es zu, ich weiß es nicht, was ich tat. Aber für mich war klar, wenn der Bundesrat sagt, jetzt Lockdown, oder, dann muss er den vollen Schaden decken. Oder? Und die Hürden sind natürlich hoch bei der Staatshaftungsklage. Und deshalb hat das Parlament oder der Bundesrat von sich aus gesagt, ja, jetzt müssen wir Entschädigungen zahlen. Oder? Und das ist für mich klar, dass das weitergeführt wird. Also über Kurzarbeit, Arbeitslosenkasse und so weiter. Oder? Das muss meiner Meinung nach voll entschädigt werden. Und was mir stört an dieser ganzen Geschichte, es gibt Tausende, Hunderttausende Leute in diesem Land, die noch keinen Franken gesehen haben. Oder dann vielleicht 110 Franken im Monat, weil sie genau in diesem Zeitpunkt eben kein hohes AHV-Einkommen hatten, oder? Dann habe ich gesagt, ja, du hast ja kein AHV-Einkommen gehabt bis heute, oder? Hat zwar einen kleinen Gewerbebetrieb aufgebaut, oder? Aber noch kein AHV-Einkommen, kein Gewinn. Demzufolge bekommst du nicht. Das kann einfach nicht sein. Auch diese Person muss Miete bezahlen, diese Person muss leben, oder? Und bekommt 110, 120 Franken. Das sind keine Einzelfälle. Vom System her kann ich das nachvollziehen, oder? Man muss ja irgendwie einen Ablauf haben oder einen Aufhänger, anhand von was bezahle ich. Aber man hat nicht gedacht, oder, dass es Jungunternehmen gibt, Start-up-Firmen gibt, dass es Leute gibt, die halt eben keinen hohen Gewinn haben und hohes AHV-Einkommen, oder? Die gehen praktisch leer aus, oder? Und das kann nicht sein. Und ich möchte, dass diese Maßnahmen ohnehin sofort aufgehoben werden, aber dass nach wie vor der Staat, der Bund, die Kantone für den Schaden haften und entsprechenden Firmen und Einzelpersonen bezahlen müssen. Ja, Sie erwähnten die Staatshaftungsklagen. Welche anderen Möglichkeiten und Instrumente gibt es, um diese Entschädigungen bei einem Nein zum Covid-Gesetz weiterzuführen? Also ich habe im März-Session eine Motion eingereicht, die fordert den Bundesrat auf, eine Finanzvorlage vorzubereiten, damit eben diese finanziellen Auszahlungen weitergeführt werden können. Oder? Ob der Bundesrat jetzt sofort reagiert, ja, sehen wir. Dann könnte, wenn der Bundesrat diese Motion behandelt bis zur Sommersession, dann kann das Parlament, Nationalrat wie Ständerat diese Motion behandeln und eigentlich die gesetzlichen Grundlagen erarbeiten, um dann ab Oktober
die Zahlung weiterzuführen. Das ist durchaus möglich. Wir haben bewiesen, mehrmals jetzt bewiesen, in einem diesem schwierigen Jahr, oder, bewiesen, dass nationalen Ständen in der gleichen Session gesetzliche Grundlagen erarbeitet und in Kraft setzt, in der gleichen Session, das gab es vorher nicht, vorher hieß es immer, ja, der parlamentarische Ablauf, eine Session Nationalrat, eine Session Ständerat, dann wieder Nationalrat, dann wieder Ständerat und dann kommt die Schlussabstimmung, also dauert es mindestens 6 bis 7 Monate, oder? Also mindestens 2 Sessionen. Nein, wir haben jetzt bewiesen, und da muss niemand kommen, es sei nicht möglich, wir als Parlament können in der Sommersession oder notfalls sehr spät, im September, entsprechend, wenn das Gesetz dann eben ausläuft, oder in der Herbstsession im September, könnten wir oder sind wir in der Lage, eben gesetzliche Grundlagen zu schaffen, die finanzielle Basis zu schaffen, damit wir die Zahlung weiterführen können. Wenn es also in der Herbstsession erst geschieht, ist es dann nicht zu spät, weil man ja die Referendumsfrist noch abwarten muss und man eine Dringlichkeit nicht noch einmal hier zur Anwendung bringen darf? Ja, das wird dann so interpretiert, oder? Und dann stellt sich natürlich die Frage, oder? Warum hat das Parlament dann nicht eben im Juni das gemacht, und sofort dann im Bundesblatt ausgeschrieben, dass das Referendum ergriffen werden könnte, oder? Aber wenn tatsächlich auch in der Bevölkerung der Bedarf da ist, oder, dass man sofort entsprechend Zahlungen braucht, oder die Frage, ob das Referendum dann ergriffen wird oder nicht. Oder? Aber das Parlament, das ist ein Knackpunkt natürlich, ein formaler Knackpunkt, ein verfassungsrechtlicher Knackpunkt, oder? Ob man das dann sofort, wenn im September wir beschließen, aber Oktober ausbezahlt werden kann. Oder? Und da werden sich die Geister dann trennen, oder? Und die einen sagen, es sei möglich oder nicht, aber ich muss Ihnen sagen, das, was jetzt geschaffen wurde seit März 2020, ist für mich ohnehin alles verfassungs- und rechtswidrig. Also warum können wir dann nicht weiter verfassungsrechtswidrig handeln als Parlament? Da muss ich ganz klar sagen, soll mir einer sagen, oder was überhaupt verfassungsmäßig rechtens ist, wir haben keine Verfassungsgerichtsbarkeit, oder was jetzt geschaffen wurde mit dem Covid-Gesetz, was geschaffen wurde mit den Solidarbürgschaften, oder? Ich bin persönlich überzeugt, das habe ich im Parlament auch immer wieder gesagt, dass das alles verfassungs- und rechtswidrig ist, oder? Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, das sei dann verfassungsrechtswidrig, oder es wirkt das auf mich wie Hohn, oder? Sagen, ja, also, das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja auch verfassungsrechtswidrig, oder? Natürlich möchte ich das nicht weiterführen und auch noch unterstützen, oder? Aber nach meiner Meinung nach ist es durchaus auch möglich, Finanzbeschlüsse, ich spreche nicht von gesetzlichen Grundlagen, Finanzbeschlüsse in einem Gesetz zu machen, die eben es erlauben, den Bundesrat dann nachher ab Oktober sofort auszubezahlen. Natürlich wäre es schöner, wenn wir das in der Sommersession schon machen würden. Mhm. Wäre das auch möglich, dass man sagt, wir machen vielleicht gar nicht ein Gesetz, sondern ein Bundesbeschluss? Finanzbeschlüsse, oder, unterstehen ja nicht dem Referendum, oder, dass man einen solchen Bundesbeschluss machen würde. Also eben ein Finanzbeschluss, oder? Aber das ist natürlich auch so ein Twitter-Ding, oder? Also ist auch fraglich, ob wir als Parlament überhaupt diese Kompetenz haben, außerordentliche Ausgaben zu beschließen. Auch hier habe ich klare Meinung. Weder Bundesrat noch Parlament hat je die Kompetenz, weder in der Verfassung noch auf irgendwelchem Gesetz, die Kompetenz, außerordentliche Finanzbeschlüsse zu beschließen, die wir jetzt beschlossen haben. Eigentlich nicht, oder? Aber trotzdem haben wir das gemacht. Der Bundesrat hat das vorgeschlagen. Das Parlament hat das gut geheißen. Es ist nicht der Bundesrat, der jetzt in der Verantwortung ist. Das sind die nationalen Ständeräte, die jetzt in der Verantwortung sind, die das beschlossen haben. Und weil wir es eben schon beschlossen haben, jetzt seit März 2020, bin ich klar der Meinung, das könnten wir, wie Sie gesagt haben, in einem Finanzbeschluss entsprechend auch weiterführen. Ich habe auch gelesen, dass der Bundesrat die Entschädigung direkt auf der Bundesverfassung abstützen könnte, mit Artikel 185 Absatz 3. Ist das richtig? Ja, da habe ich einen Vorstoß gemacht. Aber ich bin persönlich der Meinung, dass auch das ist fragwürdig, finanzrechtlich gesehen. Das ist der erste Vorstoß, der Bundesrat gut geheißen hat, bis jetzt aber nichts gemacht. Das habe ich, glaube ich, im April 2020 eingereicht, eben 185 Absatz 3. Oder? Dort bin ich klar der Meinung,
Nur wenn das Kriterium der Sicherheit, wenn die Sicherheit gefährdet ist, dass dieser Artikel zum Zuge kommt. Sicherheit heißt, wenn ein Erdbeben ist, wenn eine Naturkatastrophe ist, dass man sofort handeln kann, oder dass man den Bagger auffahren kann, oder dass man die Leute retten kann, oder dass man sofort Finanz macht, aber im Rahmen der Sicherheit. Und meine Frage ging darum, oder, ob außerhalb der Sicherheit der Bundesrat überhaupt oder das Parlament die Kompetenz hat. Oder? Ich bin klar der Meinung, nein, dieser 185.3 zielt darauf ab, von den Kriegsjahren her noch, oder die Angst, ein Krieg könnte drohen, oder dass man, wenn plötzlich da die Grenzen da irgendwie Panzer auffahren, oder dass man sofort handeln kann und Finanzen sprechen kann. Das ist eigentlich der Sicherheitsaspekt, spielt dort eine Rolle. Und jetzt können wir sagen, natürlich gut, wenn die Zahlungen nicht mehr laufen, per Gesetz, dass alles ausläuft, und wir sagen, ja gut, dann könnten wir auch argumentieren, aufgrund von Artikel 185 Absatz 2 Bundesverfassung, die Sicherheit sei gefährdet. Die Sicherheit, oder? Wenn die Leute kein Geld mehr haben, dann brodelt es in der Bevölkerung. Da geht es eben auch um Sicherheitsfragen. Ob dann, bin ich der Meinung, wäre noch besser argumentiert als bisher argumentiert, oder? Wird es langsam gefährlich, wenn plötzlich immer mehr Leute arbeitslos werden. Sie haben kein Geld mehr, eben Lebensmittel zu kaufen. Oder? Ich möchte jetzt nicht etwas dramatisieren, aber das wird ja langsam gefährlich. Darum ist es ja dem Bundesrat, dem Parlament, ja, glaube ich, allen wichtig, dass die Zahlungen weiter fließen, oder? Dass die Bürger eben leben können, die Miete bezahlen können, Lebensunterhalt bezahlen können. Das ist allen wichtig, oder? Aber ich persönlich sage natürlich, ja, das ist wichtig. Wir müssen gemeinsam diese Zahlungen machen, aber bitte hört mal mit den Maßnahmen auf. Also hat ja auch die Geschäftsprüfungskommission in ihrem Bericht im Januar 2021 so festgehalten, dass diese Zahlungen so laufen könnten. Sie haben weitere Möglichkeiten aufgezeigt, wie man diese Entschädigungen fortführen könnte, besser fortführen könnte, als es aktuell mit dem Covid-19-Gesetz der Fall ist. Was stört Sie sonst am Covid-19-Gesetz? Also, ich meine, das gab es ja noch nie. Man hat ein Gesetz geschaffen mit Maßnahmen und gleichzeitig noch Finanzmittel beschlossen. Und alles in einem, also Riesenkompetenzen. Aber man sagt, ja, auch wenn das Gesetz verneint wird oder Bach abgeschickt wird, der Bundesrat könnte Maßnahmen trotzdem treffen wegen dem Epidemiengesetz, dann sage ich ja, warum dann das Covid-Gesetz? Also die ganze Argumentation stimmt nicht, oder? Also es ist ein Flickwerk, oder? Es ist eine Ermächtigung, auch wenn, an den Bundesrat, alles zu tun, was er will. Und was mich stört vom Prozess her, oder? Das Parlament hat sich aus der Verantwortung genommen und sagt, ja, der Bundesrat ist jetzt für die gesundheitlichen Maßnahmen zuständig. Man sagt, nein, wir als Parlament auch. Wieso ist die Exekutive für das zuständig und wir dürfen dann noch das Geld sprechen? Also die Folgen tragen, oder? So salopp gesagt. Das stört mich enorm, oder? Einerseits hat man ein Gesetz, wo man alles beinhaltet, also Maßnahmen, Geldzahlungen und sogar noch Drohungen, also Geldstrafen, oder, wenn man das nicht einhält, alles im gleichen Gesetz, oder? Also so etwas darf es nicht mehr geben in Zukunft, muss ich sagen. Darf es nicht mehr geben. Das hält mich noch weiter so in der Politik. Das müssen wir verhindern in Zukunft. Da bin ich auf gute Ideen angewiesen, beziehungsweise freue mich auf gute Ideen, dass wir das in Zukunft verhindern können. Aber einerseits das Gesetz, dass alles möglich ist, oder? Notrecht, Gesellschaft herunterfahren, die Wirtschaft, halbe Wirtschaft schließen, oder? Und dann noch mit Geld zudecken, oder? Und mit Geld können wir diese Probleme nicht lösen. Das ist nur ein kurzfristiges Denken. Und diese Art und Weise stört mich, oder? Und mich stört auch, dass man jetzt sagt, aus Sicht vom Parlament, oder? Ja, wenn das die Bevölkerung oder gewisse Leute aus der Bevölkerung Kritik üben, oder? Und sagt, ja, was macht die da in Bern? Da sagen Parlamentarier, teilweise meine Kollegen, ja, das ist der Bundesrat. Ich muss sagen, nein. Wir als Parlament hätten sofort die Maßnahmen aufheben können und sagen können, nein, wir wollen das so nicht. Wir müssen einfach die Risikogruppen schützen, oder? Wir müssen dafür schauen, dass diejenigen Leute, die sich impfen lassen wollen, dass sie impfen können entsprechend, oder? Jederzeit hat das Parlament die Möglichkeit, den Bundesrat zu stoppen. Und da muss nicht jemand immer sagen, ja, der Bundesrat und nochmals der Bundesrat, oder?
Nein, wir als Parlamentarier haben meiner Meinung nach die Verantwortung nicht übernommen, die wir tragen in diesem Land, und sagen nein. Wir schätzen diese Risiken selbst ein, diese Risiken, diese gesundheitlichen Risiken, diese Risiken des Virus, das schätzen wir selber ein und treffen dann entsprechend gemeinsam im Dialog mit den kritischen Geistern zusammen eben diese Maßnahmen und beschließen dann nachher auch noch die finanziellen Mittel. Und das haben wir so nicht gemacht. Jetzt findet eine Zweiteilung statt. Der Bundesrat beschließt Maßnahmen aufgrund der gesundheitlichen Kriterien, obwohl er die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kriterien auch berücksichtigen müsste, macht er nicht. Gesetzeswidrig macht er diese zwei Kriterien nicht, oder? Also müsste er das auch tun. Und wir schauen dann, oder, wie wir das Volk noch ruhig stellen können mit ein paar Franken. Das geht nicht. Das ist nicht gut. Ich glaube, all das, was jetzt passiert ist, beginnt langsam unsere Gesellschaft auch zu spalten. Das ist sehr gefährlich. Und ich möchte eigentlich alles daran setzen, dass diese Spaltung auch teilweise in den Familien, oder je nachdem, wenn du da für diese Maßnahmen bist, oder, und jemand dagegen ist, dann können sie nicht mehr sprechen, oder der eine ist immer der Dumme, oder, und das geht so nicht, das spaltet die Gesellschaft, das spaltet Familien, und da müssen wir aufhören. Und aufhören können wir, indem wir sagen, hinstehen und sagen, nein, jetzt hören wir auf mit diesen Maßnahmen, wir schützen die Risikogruppen und that's it. Nicht gespalten war das Parlament. Es hat dieses Gesetz mit einer großen Mehrheit durchgewunken. Nur Teile der SVP, unter anderem Sie, haben dagegen gestimmt. Die Leute sagen, ja, diese breite Unterstützung der Parteien. Ich führe das schon auch auf dieses wirklich beschämende Versagen des Parlaments zurück. In der Frühlingssession 2020, als man vor dieser Gefahr davongerannt ist und die ganze Verantwortung delegiert hat an die Exekutive. Da kann man jetzt natürlich auch schlecht hinstehen und sagen, was die gemacht haben, ist nicht in Ordnung, wenn man sich selber so aus der Verantwortung gestohlen hat. Ja gut, da kommt noch zusätzlich eine Überlegung, oder? Man sagt, ja, wir müssen jetzt das Gesetz durchwinken, oder, damit die Zahlungen gemacht werden können weiterhin. Sonst, das betrifft auch unsere Wählerschaft. Und dann werden wir das, wenn wir das nicht machen, werden wir das nächste Mal nicht gewählt. Oder? Da sind wir bei der Angst. Wenn ich jetzt zu den Leuten gehe, und ich gehe auch an Veranstaltungen, oder gewisse Leute sagen, oder, Demos, die unbewilligt illegal sein, ich habe noch nie eine illegale Demo gesehen, ich habe auch viele Leute gesehen, die auch zusammengekommen sind, die mit diesen Maßnahmen nicht zufrieden sind, Familien mit Kindern, oder, fröhlich und nicht irgendwie welche Hintergedanken, etwas kaputt zu schlagen, oder? Friedlich, man ist mit dieser Situation entsprechend nicht einverstanden, oder? Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, oder, dass zu wenig berücksichtigt wird, was passieren kann gesellschaftlich und wirtschaftlich, oder? Und wir haben uns einfach eingeschossen, wirklich engstirnig eingeschossen auf diesen Virus, was dieser anrichten kann. Direkt anrichten kann, aber nicht, was er noch indirekt anrichten kann, wenn wir diese Maßnahmen treffen. Oder? Und ich bin voll überzeugt und ich bin jetzt daran, in den nächsten Tagen wird das herauskommen, oder? Was sind die Nebenfolgen, die gesellschaftlichen Nebenfolgen? Ich meine, ältere Menschen in der Isolation in einem Alten- und Pflegeheim und sie sehen die Enkel nicht, das ist auch ein Schaden, das ist Lebensqualität. Oder? Das haben wir alles nicht berücksichtigt. Und wenn wir das eben auch in die Waagschale werfen, dann bin ich überzeugt, kommt der eine oder andere zu einem ganz anderen Schluss und sagt, nein, wir müssen das ablehnen, damit den Druck aufrechterhalten, oder, dass der Bundesrat die Maßnahmen aufhebt, oder, damit wir wieder normal leben können, oder, und müssen einfach schauen, oder, dass, und das gibt es, oder, es gibt Risikogruppen mit Vorerkrankungen, oder, die diesen Virus nicht so ertragen wie andere, und die werden krank, die haben unter Umständen ein Leben lang auch Folgen, wie das bei anderen Krankheiten eben auch so ist, und da müssen wir schauen, oder? Genau beobachten. Ja, als einziger Parlamentarier haben Sie sowohl das Covid-19-Gesetz als auch das PMT abgelehnt. Was unterscheidet Pirmin Schwander von den anderen 245 Parlamentariern in der Schweiz? Ja, also ich hoffe nicht groß. Also ich bin auch ein Mensch, oder? Mit Leidenschaft und Überzeugung. Und da muss ich schon sagen, das habe ich schon viel erlebt, oder? Die Freiheit, dass jeder
Mensch reden und sagen kann und denken kann, was er will, denken, oder? Nicht haben, der einfach alles machen kann. Das steht mir zu oberst, oder? Ich habe im Gymnasium habe ich Matura Typ A gemacht, oder? Mit Griechisch. Da waren wir nur zu dritt, da haben wir sehr viele philosophische Werke gelesen, auf Griechisch, Hebräisch, Altes Testament auf Hebräisch hat er uns beigebracht, der Lehrer, oder ein sehr guter Lehrer, hat uns Geschichte erzählt, oder? Unter anderem eben haben wir die Figur Sokrates, oder? Mit dem Giftbecher, oder? Das hat mir Eindruck gemacht als 15-Jähriger. Das hat ja, ich trinke lieber den, als irgendwie meine Freiheit aufzugeben, oder? Also ist mir wichtiger, oder? Oder Thomas Morus, oder? Wo für seine Überzeugung eingestanden ist und gesagt, nein, ich kann es nicht, ich gehe lieber in den Tod, oder? Also, das weiß ich nicht, ob ich das machen würde, lieber in den Tod. Aber ich kann einfach nicht anders. Oder? Entweder gibt es objektive, wissenschaftliche Fakten, die können mich überzeugen, oder? Das ist auch nachvollziehbar. Es gibt Naturgesetze, oder? Physikalische Gesetze, ich kann nicht sagen, die gehen nicht, oder? Dann bin ich sofort bereit, entsprechend auch etwas mitzutragen, oder? Aber wenn ich einfach etwas nicht nachvollziehen kann, dann können Sie mich nicht überzeugen mit irgendwelchen oberflächlichen Dingen, die jeder weiß, vielleicht bestehen sie nicht, oder? Und da bin ich natürlich schon bereit, sehr weit zu gehen. Und ich habe natürlich in meinem Leben, in meiner politischen Karriere dadurch auch Nachteile erlebt, im Zusammenhang mit dem Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, als natürlich verschiedene Verfahren gegen mich geführt wurden, weil ich Anwälte das Geld gegeben habe, um Frauen, schwache Frauen mit Kindern zu unterstützen. Oder? Bin ich noch bestraft worden, oder? Einerseits aus Überzeugung habe ich einem Anwalt 7'000 Franken gegeben und sagt, bitte verteidige diese Frau, die ist meines Erachtens willkürlich behandelt worden. Oder? Und dann hatte ich gerade, dank dem hatte ich dann noch ein Verfahren gegen mich, wegen Gehilfensaft zur Kindserführung, weil die Frau mit dem Kind ins Ausland sich geflüchtet ist, oder? Vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Und wenn man natürlich das erlebt, oder? Dann wird es langsam schwierig, oder? Aber ich muss sagen, zum Glück habe ich das erlebt und bin jetzt gewappnet, eben auch in der heutigen Situation. Da kann mich nicht mehr sehr viel umhauen. Oder? Also ich weiß nicht, was kommen könnte, um mich irgendwie von meinen Freiheitsüberzeugungen abzubringen. Oder? Das ist für mich das A und O und das möchte ich auch meinen zwei Töchtern und den Leuten mitgeben. Oder? Was gibt es, das höhere Gut als Freiheit, ich kenne es nicht. Oder? Vielleicht können Sie mich überzeugen, dass es noch etwas Höheres gibt. Oder? Freiheit. Da bin ich jetzt der falsche Gesprächspartner, weil da sind wir sehr nahe beieinander mit unseren Positionen. Das PMT regelt polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Was konkret stört Sie an diesem Gesetz? Ja gut, da muss man nicht... Also erstes Mal ist auch 30 Seiten lang, oder sehr technisch abgefasst. Das ist noch schwierig für, sagen wir so, auch im Parlament zu erkennen, so, solche technischen Vorlagen, oder? Aber da muss man ja nicht diese 30 Seiten lesen, sondern die Begriffe, oder? Da wird definiert in einem Artikel, oder, was ein Terrorist ist, oder? Also, und dann ein Terrorist, ein Verdächtiger ist, wenn er terroristische Aktivitäten macht, muss so anfangen, oder? Und dann kommt der zweite Abschnitt, was terroristische Aktivitäten ist. Das sind zum Beispiel schwere Straftaten, ist klar, da sind wir uns einig. Und dann, oder dann eben die Ordnung verstößt, oder? Also Gesinnung. Und da muss ich sagen, ja, wo beginnt das, oder? Also es ist jetzt, bis heute ist es so, oder? Man muss einen konkreten Verdachtsmoment haben, damit man jemanden Hausarrest oder in Haft nehmen kann. Konkreter Tatverdacht, konkreter. Oder? Und jetzt ist das aufgeweicht worden. Oder? Der Schwander könnte vielleicht im Kopf an einen Anschlag denken. Oder? Das muss man sich so vorstellen. Ich übertreibe jetzt nicht. Oder? Und dann müssen wir den beobachten. Oder? Er muss jeden Monat irgendwo auf den Polizeiposten kommen, damit man abchecken kann, ob er jetzt nicht noch mehr
Gedanken hat, oder irgendwie etwas zu planen. Und das ist gefährlich. Also die Definition, was eine terroristische Aktivität ist, ist sehr schwammig, unbrauchbar. Oder? Und das widerspricht dem Rechtsstaat. Dann sind wir bei den Grundrechten wie Freiheit. Oder? Den Rechtsstaat. Also natürlich, wenn ein Terroranschlag ist, oder, sind wir alle schockiert und sagen, jetzt müssen wir. Oder? Aber das ist ein schlechter Ratgeber. Oder? Es steht die Freiheit auf dem Spiel. Oder? Und ich bin natürlich jetzt manchmal angepöbelt worden und sagte, ja, du, oder? Du bist gegen das Gesetz, wenn in der Schweiz dann mal ein Terroranschlag, bist du schuld. So wird gezeigt, du bist schuld. Und er sagt, ja. Und wenn es wir das Gesetz haben und trotzdem einer, bist dann du geschuld? Nein, da bin ich nicht geschuld. Oder? Also, diese Diskussionen, oder, mag ich nicht. Wenn wir Freiheit haben, dann geht es ja darum, oder, diese Freiheit in eine staatliche Form irgendwie zu definieren. Oder? Und diese Freiheit kann nur auch garantiert werden, wenn wir ein Rechtsstaat sind. Oder? Ist ja gar nicht anders möglich. Und diese Definition terroristische Aktivität, oder, wenn das liest, also ich verstehe nicht, dass insbesondere bürgerliche Politiker, oder, es ist ja Links-Rechts-Schema geworden offensichtlich, oder, meiner Meinung nach völlig daneben, ist nicht links und rechts, man muss nur lesen, ist ein schwammiger Begriff. Terroristische Aktivität, was das heißt, hat mit Rechtsstaat, also zumindest mit meinem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Und ja, ich kann, auch hier kann mir niemand überzeugen, oder? Auch wenn ich einen Terrorverdächtigen habe in der Schweiz, den möchte ich auch 9 Monate in Hausarrest stellen, auch wenn er noch nichts gemacht hat, möchte ich das, oder? Aber dann kann ich sie auch unter Hausarrest stellen, wenn ich mal mit ihnen nicht einverstanden bin, oder? Und das ist nicht einfach jetzt, ja, ein bisschen saloppe Bemerkung und abstimmungskampfmäßig da ein bisschen, die Meinung ausgespielt, sondern nein, ich bitte einfach die Bürgerinnen und Bürger, nur diesen Artikel zu lesen, genau zu lesen im Vergleich, was wir heute haben. Heute brauchen wir einen konkreten Verdachtsmoment, oder, damit man jemanden mal inhaftieren kann. Oder? Und das wird jetzt aufgeweicht und das kann ich nicht akzeptieren. Ja, die genaue Definition im Gesetz ist, dass ein Terrorist ist, wer Angst und Schrecken verbreitet, mit dem Ziel, die politische Ordnung zu ändern. Das ist natürlich eine wahnsinnig expansive Beschreibung dieses Tatbestands, der zum Beispiel auch auf die SVP zutrifft, wenn sie Messerstecher-Plakate aufhängt. Diese Definition fühle ich mich natürlich sofort betroffen. Also als ich antrat gegen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, haben sie auch gesagt, du machst Angst der Bevölkerung und das stimmt nicht, oder? Also ich falle voll darunter. Also in verschiedenen Fragen, oder? Ich sage, das geht einfach nicht, oder? Oder jetzt das Ähnliche jetzt beim Covid-Gesetz, oder? Man ist das, wenn man kritisch ist und sagt, nein, das geht nicht, verfassungsmäßig, man ist ein Verschwörungstheoretiker, oder? Plötzlich in eine Ecke und dann der nächste Schritt ist dann beobachten, oder? Ich muss wöchentlich werde ich vorgeladen zum Gespräch, wenn ich unter Verdacht stehe, und dann plötzlich Hausarrest. Oder? Und das Angst und Schrecken, was heißt das? Ich meine, jetzt wird Angst und Schrecken verteilt, und zwar vom Bundesrat aus, oder? Also vielleicht wäre das noch gut, müsste man noch ergänzen, oder? Dass auch Behörden dann gemeint sind. Und Behörden meine ich Bundesrat und Kantonsregierungen, oder? Also diese Diskussion, oder? Auf dieser Ebene haben wir natürlich im Parlament nicht geführt. Also zumindest habe ich nicht so mitbekommen, sondern es ging immer um die Sicherheitsfrage, oder? Terroranschläge, da, sei es in Paris oder in Deutschland, oder Nürnberg, oder wo war es? Weihnachtsmarkt. Es ist schrecklich. Aber ich sehe auch in den bestüberwachten Staaten, oder, wie Israel, wenn sie die öffentlichen Plätze anschauen, oder, wo sie Kameras haben, sie passiert trotzdem. Oder USA. Dürfte ja nicht mehr passieren. Russland dürfte nicht mehr passieren, oder? Die sind ja sehr stark überwacht auch vom Gesetzgeber, oder? Und wer meint, über ein Gesetz, kämen wir zu mehr Sicherheit, oder? Ich glaube, der hat noch nicht begriffen, was das Leben ist und was heute auf der Welt abgeht. Die Leute, die
diesem Polizeigesetz zustimmen, tun das vor allem, weil sie sagen, die Polizei braucht eine Möglichkeit, um präventiv gegen Terror vorzugehen. Es kann doch nicht sein, dass zuerst etwas passieren muss, bevor die Polizei aktiv werden kann. Und diese Darstellung erstaunt, dass die Leute das auch das Gefühl haben, weil es ist doch jetzt schon strafbar, einen Terroranschlag auch nur zu planen. Diejenige Person, die tatsächlich etwas plant, egal, auf Papier oder Internet oder wo auch immer, etwas ankündigt, das sind konkrete Verdachtsmomente, sorry. Da kann man entsprechend handeln, oder? Aber wenn ich noch kein Papier habe, noch nichts gesagt habe, wollen Sie dann wissen, ob ich, Schwander, einen Terroranschlag plane? Wie wollen Sie das wissen? Wenn ich keine Telefon gemacht habe, das sind heute konkrete Verdachtsmomente, Telefonate, die ich abgehört habe, irgendwelche Skizzen über Bomben, irgendwelche Aussprüche auf Internet, irgendwelche Sympathien für islamische irgendeine Gruppierungen. Das sind alles konkrete Verdachtsmomente und wenn sich diese häufen, kann ich ja vorgehen. Und jetzt, wenn ich das alles nicht habe und nicht mache, wie wollen Sie das dann wissen, dass ich das gemacht habe? Also wir können doch nicht präventiv in das menschliche Gehirn schauen, oder? Also ist ja unwahrscheinlich, was man sich da vorstellt, oder? Also wenn ich konkret etwas gemacht habe schon, oder? Und die Polizei sieht das, die Untersuchungsbehörde sieht das, oder? Dann kann ich aufgrund der heutigen Gesetzgebung agieren. Und das, in meiner Meinung, reicht das. Und dann muss es auf die rechtsstaatliche Bahn geführt und geleitet werden, oder? Wenn Sie natürlich ein Schläfer sind, oder? Ich weiß nicht, ob wirklich ein National- und Ständerat heute der Meinung ist, man könnte ein wirklicher Schläfer, oder? Der eingeschleust wird und schläft. Etwa 10 Jahre in der Schweiz. Ob der auffindbar ist? Also ich wüsste nicht wie. Außer ich komme einfach und sage, ja, dieses Quartier jetzt hier in Bern, stelle mal generell einen Stadtverdacht und überwache diese. Oder? Und selbst wenn man das herausfinden könnte, man hätte eine Person identifiziert, man denkt, die könnte vielleicht terroristisch aktiv werden, dann müssen die Maßnahmen subsidiär angewandt werden. Das heißt, die leichteste Maßnahme muss als erstes angewandt werden. Ja. Und da kommt mir Ihr Bekannter in den Sinn, der gesagt hat, wenn jetzt etwas passiert, dann ist das wegen dir, weil du das PMT-Gesetz abgelehnt hast. Ich stelle mir dann vor, wie dieser entschlossene Islamist einen Anschlag durchführen will und das dann nicht tut, weil er zu einem Gespräch mit der Polizei eingeladen wird. Kaum vorstellbar, oder? Dass das entsprechend so abläuft, oder? Aber ich verstehe einfach viele Entwicklungen natürlich nicht mehr, oder? Und also ich auch dir, oder? Diese Covid und Antiterrorgesetz oder aus Überzeugung, ich kann nicht zustimmen. Es widerspricht all den Entwicklungen seit der Aufklärung in Europa. Es widerspricht den Grundsätzen, die Europa stark gemacht hat seit der Aufklärung. Es widerspricht. Und da bin ich überzeugt, und das möchte ich auch noch weitertragen. Und ich bin jetzt eingeladen worden, auch wieder in die Schule, dort man wieder Schule machen kann, oder? Oder online entsprechend Diskussionen, oder? Ich möchte das auch den Jungen weitergeben, oder? Und die Errungenschaften seit der Aufklärung dürfen wir doch nicht mit solchen. Und das sind zwei Gesetze, wo wir die Errungenschaften seit der Aufklärung aufgeben. Ja. Kann ich nicht mittragen. Aktuelle Umfrageergebnisse zeigen, dass die Zustimmung zu beiden Gesetzen, Covid und Polizeimaßnahmengesetz, auf falschen Annahmen beruhen. Woher kommen diese falschen Annahmen? Gut, wir haben jetzt noch ein paar Wochen, aber die Umfragen, das gefällt mir natürlich nicht, oder? Das ist klar. Wir haben, oder, seit Corona so ein ist wie ein, man verharrt in einem Angstzustand. Oder? Und man hat Angst. Es gibt auch viele Leute, die tatsächlich Angst haben. Oder? Vor dem Virus auch, oder Todesangst haben. Oder? Das nehme ich sehr ernst. Und es führt ja teilweise auch zum Tod. Aber diese Angst in der Bevölkerung führt dazu, oder? Sagen, ja, ich muss ja
jemandem glauben können, oder? Und immer, wenn es um Angst geht, oder, ist man bereit, einer Mehrheitsmeinung zu folgen. Das können Sie überall weltweit in der Geschichte auch verfolgen. Oder? Angst führt dazu, irgendjemandem zu folgen, auch wenn der falsch liegt. Und das ist nochmals gefährlich. Oder? Und das kann da passieren. Ich denke, beim Antiterrorgesetz ist es vielleicht eher noch, dass jetzt im Verlauf von Aufklärung oder vielleicht Inseraten und Überzeugungen, dass hier noch ein gewisser Umschwung stattfinden kann. Beim Covid-Gesetz müssen wir noch sehr viel tun, oder? Um aufzuzeigen, dass es einfach so nicht ist, oder? Dass wir eigentlich die Maßnahmen aufheben müssen, um ein normales Leben wieder führen zu können, oder? Und dass es Aufgabe letztlich dann vom Bundesrat und Parlament ist, dass dort, wo Geld fehlt, eben nach wie vor Zahlungen gemacht werden können. Da müssen wir mehr Aufklärung machen, oder? Und wenn der politische Wille da ist, ist das auch möglich, oder? Und wenn meine Kolleginnen und Kollegen im Nationalen Ständerat sagen, es sei nicht möglich, dann fehlt der politische Wille. Oder? Dann stelle ich mir die Frage, ob das wirklich Aufgabe eines Parlamentariers ist, oder? Der politische Wille zu vereiteln. Ja, trotz Initiativrecht und Referendum, wir bezeichnen das System in der Schweiz als direkte Demokratie, aber auch wenn man es an das Epidemiegesetz denkt, ja, ist natürlich legitimiert durch das Volk, aber es hat sich ja damals niemand vorstellen können, dass man in einer Situation wie jetzt dieses Gesetz zur Anwendung bringt. Also muss man ja schon zur Kenntnis nehmen, auch in der Schweiz werden die meisten Entscheide eigentlich in einer repräsentativen Demokratie gefällt. Für mich ist schon noch gut, oder? Dass eben jemand muss sich das etwas vorbereiten. Und das, was mir fehlt, ist der kritische Blick, egal welches Gesetz. Wir haben die Aufgabe vom Parlament her, alles bis ins Detail kritisch zu hinterfragen und zu Ende zu denken. Und für das haben wir gar keine Zeit. Oder wir nehmen uns nicht die Zeit, beziehungsweise ist auch eine Frage dann, eine philosophische Frage, oder? Wie viel Zeit wollen wir uns nehmen? Oder? Wir sind ein Milizparlament. 4x3 Wochen, oder? Müssen wir das alles durchmachen. Und das reicht die Zeit nicht. Für eine seriöse Gesetzgebung haben wir oder nehmen wir uns als Parlament zu wenig Zeit. Oder? Insbesondere das, was sind die Folgen einer neuen Gesetzgebung, was sind die Folgen einer Gesetzesrevision, oder? Wir haben sehr viel Zeit genommen bei der Konzernverantwortlichkeitsinitiative. Dort hat mehr oder weniger, das war auch emotional natürlich, oder? Und diejenigen, die die Initiative gemacht haben, oder, haben ein sehr wichtiges Thema natürlich aufgegriffen, oder? Das hat dann zu einer breiten Diskussion, habe ich gespürt, oder? Und jetzt diese breite Diskussion findet natürlich wegen Covid auch nicht statt, oder? Einfach nicht. Sie können online nicht solche Diskussionen führen. Ich möchte gerne, oder, dass die Säle gefüllt werden. Ich komme schon, oder? Egal wie viele Leute. Oder? Ich stelle mich diesen Fragen. Aber mir fehlt die Zeit und man müsste eigentlich noch einen Zwischenschritt machen, wenn der Bundesrat ein Gesetz vorschlägt und das Nationalen Ständerat berät, bevor wir in die Schlussabstimmung kommen, dass jemand das nochmals überprüft, ob ein Gesetz stimmig ist, bevor wir das in einer Gesamtabstimmung dann in Kraft setzen. Oder? Und das scheint mir noch wichtig zu sein. Es ist auch von der Periodizität her, oder immer schneller werden die Gesetze revidiert. Das hat auch mit Rechtssicherheit zu tun. Oder? Also die Rechtssicherheit ist nicht mehr gegeben. Und dieser Prozess gefällt mir nicht. Wir müssen uns mehr Zeit nehmen. Oder zumindest der Bundesrat auffordern, er solle nicht in diesem schnellen Tempo die Gesetze revidieren. Strafrecht dasselbe, oder? Kaum in Kraft kommt die Kritik, wir müssen es ändern, oder? Aber gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie für ein Berufsparlament votieren. Nein, ich bin bereit, mehr Zeit zu investieren und die Zeit zu nehmen. Das heißt, die Gesetze, bis sie durchberaten sind, brauchen einfach mehr Zeit, oder? Und wir müssen, das wäre die zweite Maßnahme, mehr Prioritäten setzen und ganz klar sagen, wenn der Bundesrat mit Gesetzesvorlagen kommt und sagt, ja, also diese und diese Gesetze hat jetzt keine Priorität, du kannst in 3 Jahren wiederkommen. Aber wir sind natürlich loyal und seriös und wir traktandieren sofort in den Kommissionen, was der Bundesrat bringt. Oder?
Aber das hat natürlich eben mit den Machtverhältnissen im Parlament zu tun. Oder? Die einen wollen natürlich das Gesetz, das andere nicht und je nach Mehrheiten. Oder? Aber ich denke, das wäre auch etwas Neues, indem wir zu Beginn eines Legislatur viel mehr, wir haben ja eine Legislaturplanung natürlich, der Bundesrat natürlich auch, aber viel mehr sagen, konkreter sagen würden und sagen, diese und diese Gesetzesvorlage während dieser Legislatur vergessen. Oder? Das könnten wir auch konkreter machen. Wir diskutieren zwar über Planung, Legislaturplanung und so weiter, was der Bundesrat macht, und das ist ja ein grosses Paket. Dort könnten wir oder müssen wir in Zusammenarbeit mit dem Bundesrat hingehen und sagen, nein, wir können nicht alles. Vergesst das. Die Hälfte streichen, dafür nehmen wir und haben wir mehr Zeit für die andere Hälfte. Und dann wird es seriöser. Ja, sehr interessant, Herr Schwander. Trotzdem, ich möchte zum Ende kommen. Meine letzte Frage an Sie. Schauen Sie optimistisch in die Zukunft? Sehr optimistisch. Aus Überzeugung auch, dass es ja nicht Sinn und Zweck auf dieser Welt ist, dass wir alles, was wir in den letzten 200 Jahren errungen haben in Europa, dass es jetzt plötzlich nicht mehr so sein kann. Das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Obwohl alles möglich ist, ja, das wissen wir jetzt auch seit der Covid-Situation. Oder? Aber nein, ich schaue optimistisch in die Zukunft, weil ich sehe immer wieder sehr viele junge Menschen, sei es an der ETH, an Universitäten oder auch in Betrieben mit so vielen Ideen. Gerade in der Schweiz, oder? Viele junge, innovativ. Oder? Wir sind ein Land, oder? Wo sehr viel getragen wird von Innovationen. Und ich sehe auch junge Menschen, natürlich junge Menschen, die abgehängt sind. Oder? Das gibt es aber in jeder Gesellschaft. Die müssen wir auch wieder versuchen, natürlich auf den Wagen zu bringen. Oder? Aber wir haben so viele Ideen, junge, mit den neuen Technologien und so weiter. Und an das glaube ich, oder? Also, meine Eltern haben auch an mich geglaubt, oder? Und ich glaube jetzt auch an meine Töchter und an die Jungen. Da bin ich überzeugt, es muss weitergehen, es geht weiter, es muss auch weitergehen. Es geht zwar immer schneller, aber was ich gefährlich sehe, oder? Dass der Mensch unter Umständen verloren geht, der Mensch. Und das macht mir Sorgen, oder? Die Menschlichkeit auch zugestehen heißt, oder? Ich mag nicht jeden Tag gleich. Und wenn man das als Führungsperson für sich selber zugesteht, oder, dann folgt es automatisch, dass ich auch das meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugestehe. Und dann, das sind kleine Schritte für den Menschen. Oder? Und ich glaube auch daran. Aber in den letzten 20 Jahren ging es eher in diese Richtung. Ich glaube, jetzt müssen wir mit Vorleben in die andere Richtung gehen. Und selber halt als Führungsperson oder als Mensch in der Öffentlichkeit zugestehen. Ja, ich nehme jetzt mir 14 Tage Ruhe. Ich mag nicht mehr. Und dann umso mehr komme ich dann wieder. Herr Schwander, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, gern geschehen. Danke.